zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer CMS-Schulung, wo es vor allem ums CMS Contao geht. Zusätzlich möchten wir aber auch noch Bezug nehmen auf das CMS-System Drupal sowie auf das System Typo 3. So, dann würde ich sagen, dann starten wir doch mal mit Contao. Das geht nämlich zack, zack und dann sind wir bereit, oder? Sali, hoi! So, also so einfach ist denn das nicht. Jetzt tun wir hier zuerst, brauchst du mal einen Server für das Ganze. Am besten nehmen wir mal XAMPP. Passt, dann laden wir das hier ab. Schau hier, kannst du drauf drücken, kannst die neueste Version nehmen und dann installierst du mal. Ha! Das ist ja so aber fast so einfach wie bei Drupal. Dort habe ich nämlich die VirtualBox runtergeladen, um einen Server zu verwenden. Dann eben hier haben es so verschiedene Designs. Da kann man zum Beispiel das auswählen. Kostet alles. Du kannst das selber ziehen. Wow, siehst du? Kannst auf Drupal gehen, auf deiner Seite, wenn du offen hast mit der VirtualBox. Nachher kannst du hier hin, auf Teams gehen. Dann kannst du das öffnen. Dann kannst du die verschiedenen Sachen auswählen, die du dann willst. Wir brauchen nur etwas ganz Einfaches, darum nehmen wir das Minimale. Suchen wir mal. Zack, bumm. Und siehst du, hier unten kommen schon die ersten Versionen. Und wenn du dann diese Versionen runterlässt, zum Beispiel hier auf der neuesten, als Zip, kannst du das so nehmen, kannst es öffnen, downloaden, zack, dann hast du den Ordner hier und verschiebst natürlich den Ordner an den richtigen Ort. Und zwar hier oben, in Templates. Nimmst den, zack, ist der drin und schon hast du ihn hier auch auf deinen Templates drin. Ganz einfach und schon kannst du ihn brauchen. Ah, und dann wollen wir ja noch Umfragen stellen. Das ist ganz einfach. Wir müssen den Container erstellen, das Formularfeld erstellen und den Container einfügen natürlich. Das Layout auswählen, in die Seite einbinden mit einem gewissen Layout. Und dann würde es so aussehen. Obst, da haben wir glaube ich noch einen Haken vergessen. Boah, das kassiert mich gerade hinterher. Schau, es müsste so sein. Ah! Ja, das sieht nicht schlecht aus, aber ich kann dir sagen, mit dem Drupal ist das viel, viel einfacher. Das kannst du bei uns im Beitrag, ich weiss es nicht genau, oben oder unten, vielleicht ist er auch da hinten. Auf jeden Fall kannst du dort ein PDF unter einem Link herunterladen mit einer Anleitung für eine Umfrageerstellung für Drupal. Wow! Wow! Hey, eben, siehst du, bei Typo 3, ey, das ist wahnsinnig, die Community, das ist so riesig! Hey, du hast alles, hast für jedem einzelnen Thema, ey, Editing, Typografie, alles hast du nochmal zusätzliche einzelne Untergruppen. Hey, wow, und schau mal, sogar ein Twitter-Account für die Community. Da kommst du einfach alle Informationen über bei Typo 3. Krass, ja, also bei Contao ist es nicht so ausführlich, das benutzen sie auch nicht so viel, aber dafür die Leute sind recht kompetent, das weisst du ein aber fein. Wow, also ich muss also schon sagen, das Contao-Zeug, das ist schon noch geil. Habe ich da wegen Contao gehört? Was? Mai 2016 ist in Wohnen Konferenz, wo auch ihr zwei lernen, wie man Contao richtig benutzt. Wow! Etwas haben wir ja noch vergessen. Und zwar die drei Vorteile von Contao. Und zwar vielseitige Einsetzbarkeit. Das Backend lässt sich komplett auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Und zusätzlich immer noch ein schnelles System, auch bei hohem Zugriff von der Datenbank. Ist das nicht etwas?